Test 109876. Hi zusammen, hier ist der Mio und heute kein Freitagsvideo. Freitagsvideo gibt es natürlich schon, aber heute unter der Woche ein Extra-Video. Warum? Weil wir gerade eben ein Projekt fertiggestellt haben, das wir euch zeigen möchten. Entstanden ist dieses Projekt im Rahmen unserer Photokina-Kooperation New Power to the Creators. Und hierzu haben wir eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, wo wir mit den Mitgliedern immer mal wieder Aktionen fahren. Und so auch dieses Projekt. Wobei ging es bei diesem Projekt? Ich weiß, viele haben öfters mal so Probleme oder Zugangsschwierigkeiten zum Thema Video. Wir nicht, weil wir stehen im Prinzip jede Woche vor der Kamera und daran kann man sich gewöhnen. Aber wir wollten die Leute in der Facebook-Gruppe einbeziehen und mit denen etwas zum Thema Video machen. Deswegen heißt ja auch diese ganze Kooperation und auch dieses Projekt New Power to the Creators. Das heißt, die Leute machen ein bisschen was, aber wir geben etwas den Leuten, damit etwas Neues entsteht und die Leute auch etwas dabei lernen und ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und genauso auch bei diesem Projekt. Vor ein paar Jahren, wirklich schon ein paar Jahre her, da habe ich damals, das war so meine Idee, ein Musikstück genommen, was mir sehr gut gefallen hat und diesmal auch wieder. Und ich habe zu diesem Musikstück habe ich Videosequenzen zusammengeschnitten, die dann zur Musik passten, die Pavel quasi bei seinen Videotutorials zeigen. Das hat ihm damals sehr gut gefallen. Und ich wollte das nochmal machen. Mit den Leuten in der Facebook-Gruppe. Und die Vorgaben waren minimal. Also der Song heißt Larger Than Life, ist auch unten in der Beschreibung nochmal explizit erwähnt, auch das Video von damals. Und es ist so ein Happy-Song, also gute Laune-Song. Und die Vorgabe war, macht irgendeinen Videoschnipsel, 5 Sekunden, mit dem Smartphone zum Beispiel, nicht mehr, auch ohne Ton. 5 Sekunden, wo ihr euch so ein bisschen im Takt der Musik bewegt und idealerweise, wo das Ganze auch ein bisschen was mit Fotografie zu tun hat. Mehr nicht. Und dementsprechend waren auch die ganzen Beiträge, also völlig konfus und haben auch nicht wirklich zusammengepasst. Und meine Aufgabe bestand dann darin, diese ganzen Sachen so auseinander zu dröseln und neu zusammenzusetzen, damit das dann von der Musik getragen wird. Und der Kick bei der Geschichte ist immer der, wenn Bildwechsel entstehen, dann muss das sozusagen auf dem Takt der Musik liegen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und so kann jeder, auch wenn er normalerweise kein Video mag, quasi zum kleinen Filmemacher werden und im Rahmen dieses Projekts dann auch dort in Erscheinung treten. Und das ist jetzt kein Spielberg, das ist jetzt nicht Godzilla Teil 5 oder Jurassic Park. Es sind ganz normale Leute, Leute, die normalerweise nicht vor der Kamera stehen. Und die ergeben sozusagen ein großes Ganzes, wo ihr Spaß dran haben könnt. Das als Motivation oder als Beispiel auch für euch, wenn ihr euch dem Thema Video nähern möchtet. Ihr könnt im Prinzip alles zusammenschneiden, solange es irgendwie auch sich am Takt orientiert und die Musik schön passt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem nächsten Song. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know, it feels good to be alive. You could be larger than could. Yeah, times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today. Learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life.
could be larger.